So, ich bin zwar immer noch krank, muss auch nachher noch mal zum Arzt, aber ich stelle euch heute mal wieder eine Bahnhofsuhr vor. Und zwar, wie man unschwer erkennen kann, ist es eine der aktuellen Versionen, wie sie überall auf den Bahnhöfen eingesetzt wird, beziehungsweise die alten Bahnhofsuhren ablöst. Und zwar ist diese Uhr von der Firma MOBA-Time hergestellt. MOBA-Time sitzt in der Schweiz und nannte sich früher Bürk. Teilweise nennen sie sich immer noch Bürk-Zeitsysteme, vor allem wenn es um Stempeluhren und Zugangskontrollen und so ein Kram gehen. Aber wenn es um Außenuhren geht oder um Zeitanzeigen, dann nennen sie sich MOBA-Time. Und zwar wird dieses Design einer Bahnhofsuhr ausschließlich für die Deutsche Bahn hergestellt und ist für Privatmenschen nicht zu kaufen. Also man kann auf deren Website durchaus Uhren kaufen, aber eben nicht solche wie hier jetzt von der aktuellen Version. Das Uhrwerk, welches sich dort drin befindet, allerdings schon. Ja, die Uhr ist beidseitig und ich habe sie direkt von der Deutschen Bahn Wiederverkaufsseite dbresale.com. Dort wurden, oder wo, ja, wo habe ich, hab ich drauf geboten, hab, wurden noch 18 Stück angeboten. Also mittlerweile müssten es maximal noch 17 sein, die verfügbar sind. Und 30 Euro Versand. Und es wurde auf einer Palette geliefert. ich habe mir hier noch diese kleine Halterung dazu gebaut, was momentan aber allerdings noch relativ instabil ist. Also es hält schon mit der Uhr. Aber es wird ziemlich schräg, weil das Rohr ist so ein Abflussrohr aus Kunststoff. Und das verbiegt sich, obwohl ich es schon mit Gips aufgefüllt habe. Aber naja, deswegen habe ich momentan noch diesen Holzstab da unten drunter geklemmt. Aber es soll fürs Erste reichen. Ja, wie gesagt, die Uhr ist eigentlich beidseitig. Ich habe jetzt nochmal eine Seite abgenommen, weil von außen kann man ja auf jedem Bahnhof drauf gucken. Aber das Interessante ist natürlich die Innenseite. Die andere Seite ist hier. So. Und zwar befindet sich dort drinnen eine Beleuchtung, wie man unschwer an der Ringröhre erkennen kann, die hier an drei Gummibändern aufgehangen ist, und dem Uhrwerk. Das Uhrwerk an sich. Wie gesagt, schauen wir mal, ob ich die Kabel hier ein bisschen wegkriege. Nein, tue ich nicht. Okay. Wie gesagt, das Uhrwerk selbst ist von der Firma MOBA-Time, Bürk MOBA-Time, und nennt sich vom Modell her BU190TS48. Dieses Uhrwerk läuft nicht wie ein normales Nebenuhrwerk, sondern über 48 Volt. Gleich- oder Wechselspannung ist eigentlich egal. Hier steht jetzt Wechselspannung drauf. Und einem DCF-Empfänger. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Uhr nicht von selbst anläuft, wenn kein DCF-Empfänger angeschlossen ist. Sprich, die Uhr positioniert sich dann auf 12 Uhr und bleibt dort dann, bis ein DCF-Signal empfangen wird. Ich habe schon mal geschaut gehabt von meiner anderen Bahnhofsuhr, die ich hier in Weilheim gekriegt habe, also Entschuldigung, laut Internetanleitung für dieses Uhrwerk muss eben so ein Empfänger angeschlossen werden. Dieser Empfänger allerdings kostet 200 Euro. Meine Sch Antennenschaltung, die ich in der anderen Uhr eingesetzt habe, da dieser Empfänger, der dort dabei war, komplett durchkorrodiert war, konnte ich jetzt so nicht verwenden. Ich habe noch ein bisschen rumgebastelt und gemessen und habe herausgefunden, dass es hier sich bei auch um diesen 15 Milliampere Sync handelt, so heißt das. Das bedeutet, im Takt des DCF-Signals wird die Leitung, welche hier an dem grünen DCF-Stecker links dranhängt, wird kurz geschlossen.
im Takt des DCF-Moduls. So, wie gesagt, dieser Empfänger kostet 200 Euro und das war mir doch ein bisschen viel, weil ich mir gedacht habe, die kochen doch bestimmt alle nur mit Wasser. Und dann habe ich ein bisschen dran rumgebastelt und habe mir selber eine Schaltung gebaut, welche jetzt hier dran hängt. Und ja, was soll ich sagen? Sie funktioniert einwandfrei. Und der Bauteilekostenaufwand dafür liegt gerade mal bei 10 Euro. Ungefähr. Das teuerste ist dabei das Modul der Ferritantenne mit 5 Euro. Ich habe es auch mit einer anderen Ferritantenne probiert, und zwar eine, die man bei Pollin eben kaufen kann für 5 Euro. Diese hier ist jetzt aus einer geschlachteten Funkuhr, die es beim Aldi mal gab. Und es funktioniert damit aber genauso. Wichtig ist nur, dass die Stromaufnahme des Moduls relativ klein sein muss. Deswegen empfehle ich das von Pollin. Also ich mache ja keine Schleichwerbung, sondern ich empfehle es wirklich, weil das gerade mal eine Stromaufnahme von 90 Mikroampere hat. Während das hingegen, das man bei Konrad kaufen kann, eine Stromaufnahme von 3 mA hat. Dadurch braucht dieses Modul von Konrad eben so viel Strom, dass der Schleifenstrom hier für das DCF-Signal nicht ausreicht. Ich bin am Überlegen, diese Schaltung mal Platinen ätzen zu lassen und auch zu verkaufen, um diesem Monopolbetrieb MOBA-Time in der Hinsicht eine Konkurrenz zu bieten, dass Leute, die wie auch immer so eine Uhr gekriegt haben oder eine ähnliche Uhr, diese auch betreiben können. Ja, schauen wir mal, was daraus wird. Ja, wenn jemand so eine Schaltung haben möchte, kann er sich gerne bei mir melden unter meiner E-Mail-Adresse oder auf meiner Website www.failes-werkstatt.de. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Ist bestimmt möglich. Noch etwas Technisches zu dem Uhrwerk. Man kann einstellen, ob er DCF oder MSF empfangen oder sich darauf einrichten soll. MSF ist das englische Funkzeitsystem oder Atomuhrzeitsystem und DCF das berühmte hier in Europa. Was heißt Englisch? Die Engländer verwenden eben MSF statt DCF. Und man kann einstellen, ob die Zeitzone plus 1 oder minus 1 sein soll, je nachdem, ob man jetzt hier zeitzonenübergreifend arbeitet. Dann kann man einstellen, ob die Uhr auf die Nullposition laufen soll, sprich also auf 12 Uhr, dass alle Zeiger auf 12 Uhr stehen. Das braucht man aber eigentlich nur, wenn man die Zeiger neu draufsetzen will. Im Normalbetrieb braucht man diese Funktion nicht. Das kann man alles über kleine Dip-Schalter am Uhrwerk einstellen. Dann das Interessanteste eigentlich, was man einstellen kann, ist die Funktion des Sekundenzeigers. Und zwar, ob er jetzt hier so klassisch schleichen soll oder ob er kontinuierlich durchlaufen soll, wie bei einer Synchronuhr. Das kann man einstellen. Und ob der Sekundenzeiger bei der 12 anhalten soll oder ob er durchlaufen soll. Das sind zwei getrennte Uhrwerke, Minuten- und Stundenzeiger werden quasi durch ein Nebenuhrwerk angetrieben, welches sich unter der Hauptplatine befindet im Uhrwerk, und der Sekundenzeiger durch einen eigenen Schrittmotor, der eben dementsprechend angesteuert wird, sodass eigentlich Sekundenzeiger und Uhr getrennt voneinander laufen. Wenn die Uhr mal einen Stromausfall hatte, dann läuft sie ca. 30 Sekunden weiter und bleibt dann aber stehen, weil so ein Übergangskondensator dann leer ist. Genau. Sie läuft auch ohne DCF-Empfang, wenn sie sich einmal eingestellt hat, quarzgesteuert weiter. Aber wenn da der Strom mal weg ist und sie sich wieder neu stellt, nach 30 Sekunden eben, wenn der Kondensator leer ist, dann braucht sie wieder ein DCF-Signal, um sich korrekt einzustellen. Ja, das war's soweit. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich kann es mir dann mal durchlesen und gegebenenfalls beantworten. Bis dahin sage ich Servus, euer Failes.